Ich grüße euch, edle Damen und Herren, und heiße euch herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns hier kurz vor Branik, wo ich hoffe herauszufinden, was die Schurken hier im Schilde führen und wie sie in Verbindung mit dem Überfall auf Neuhof stehen. Das Betreten der Feste Branik könnte zum Abbruch einiger laufender Quests führen. Ich wüsste jetzt nicht welcher. Wir schauen einfach mal. Hier sieht es immer noch sehr verschlossen aus. Vielleicht ist es da links eine Bresche in der Mauer oder geht die Mauer da einfach nur um die Ecke? Man hört auf jeden Fall Stimmen drin. Ne, hier geht die Mauer einfach nur um die Ecke. Na, vielleicht können wir anklopfen ans Tor. Absteigen hier. Umständlich. What do you want? Wo kommst du denn her? Let me inside. Inside, eh? What's the password then? Bitte keine Ahnung, öffne das Tor, hört sich sehr gut an. Ich bringe wichtige Kunde, auch nicht schlecht. I came here for a game. Show me that. Hi. All right. Welcome to Vranik, comrade. Thank you for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Eric. He should be in the house, at the top. That was easy. Now I better. Okay. Das Soundfile abgebrochen. Und schafft das Lager und die Männer aus. Im Haus ganz oben ist der gute Mann. Hi, wie geht's denn immer so? Have you seen Eric? I need to speak with him. Do you see that big ruined house on the hill? That's where he usually is. His armor's that bright you can't miss him. Oh, okay. How goes it? Not bad. I've only been here a few days, but I ain't complaining. Food, booze and good company. Well, company. Keine gute Gesellschaft, okay. Hey, I'm new here. Can you tell me what's going on? Just what it looks like. Boozing. What else is there to do? Some stupid fuckers train to keep up their fighting form, but why bother? With this kind of force, we'll go through any opposition like a knife through butter. Okay. Have you heard anything about what we'll be doing next? Of course. Early tomorrow morning, there'll be a big sortie. Everyone around here knows that. Ein Ausfall, okay. How did you end up here anyway? Me? You're a bit green around the gills, aren't you? Me? I'm right at home here, see? Whenever the lords are fighting each other, you'll find me and my trusty sword on one side or the other. Whichever pays best. Okay. So, wie viele Männer haben wir denn ungefähr? Bisher habe ich 5 gesehen. Da hinten sind noch eine Menge Zelte. Hier ist eine Kiste, da haben sie Pferde. Wir inspizieren erstmal das Lager, würde ich sagen. Vielleicht wollen wir den einen oder anderen Kommentar abgeben. So viele Männer sehe ich jetzt echt noch nicht, ne? Aber wenn der Ausfall hier, unser Angriff nach irgendwo schon morgen stattfinden soll, dann ist das natürlich eine krasse Sache. So, das hier sind 6 Mann plus die 2 hinter mir am Tor und der Typ, den ich verfolgt habe, sind schon mal 8. Oh shit, das sind eine Menge. Das sind 8, 14, 20. Those tents look pretty impressive. I'm so hungry, I could eat my boots. Okay, 30 Männer, 25 habe ich jetzt hier gezählt in dem Bereich. So what?
Chopping fork ain't as easy as chopping wood. It's not that different. They say you've got something going with that. Eigentlich Hunger? Oh ja. Love. My ass. She's just taking. She is taking. Yeah. I'm gonna get soaked. What else is there to do here? Da sind noch zwei. Also bisher schätze ich so auf 30 Männer, die sich allein hier unten aufhalten. Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. Nee, das ist echt nicht. Achso, hier komme ich dann wieder bei den Pferden an, okay. Also 30 Mann ungefähr hier unten. Deutlich stärker als die Gegenwehr in Kribislawitz war das, glaube ich, ne? Ja, und hier oben gibt es noch mehr Zelte. This must be where the commanders are. Ist auch ein gewöhnlicher Bandit irgendwie schon. Ja, hier liegen noch mehr. Keine Kumanen zu sehen, immerhin. Also ich würde denken, das sind hier knapp 40 Mann, die sich hier rumtreiben. Das ist wahrscheinlich Erik, ne? Wir haben einen Plan der Burg. Da ist eine Kiste, die wäre vielleicht ganz interessant für uns. Ja, so 35 bis 40 Mann sind das wohl. Die wir haben, setzen wir uns. Wir setzen uns. Unaufgefordert. Ah, voll unhöflich. What do you want? Kozlik sent me. Ah, more reinforcements. You're the one from the monastery? Yes, sir. Uh-huh. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword? Ja, ein bisschen. I'm no master, but I know a thing or two. Well, I think it's best if we put you to the test. Go to our combat master, Vanyek. He'll soon find out what you're made of. Just go downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. All right, sir. Ja, hier sollten wir auf jeden Fall nochmal bei Gelegenheit herkommen, die Truhen öffnen. Die sehen hier teilweise ganz vernünftig ausgerüstet aus, die Jungs. Ach, da hinten ist der Übungsplatz. Ja, definitiv sehr bunt zusammengewürfelt. Das hier ist der Übungsplatz. Alles klärchen. Look where you're going.
Ja, reden wir doch mal mit dem Mann. Are you Combat Master Vanyak? Aye, that's me. What do you want? I'm Henry. Eric said you'd try me out to see how good I am with a sword. Ah, another greenhorn. Nice to see Kozlik's doing his job. Mind you, most of the peasants he sends me couldn't fight a pile of manure with a pitchfork. Hey, don't I know you from somewhere? You look familiar. Scarlet, vielleicht? Yes, you taught me sword fighting in Scarlet. Wait. Ah! Yes, I do remember. We met at the alehouse. Well, I'm glad you made it out alive. I took to my heels before it even started. All right, let's see what you're good for. Have you got a weapon? If not, you can borrow one over there. Now, are you ready? Na klar. Das ist der Typ, der uns ganz am Anfang ein bisschen Schwertkämpfen beigebracht hat, der Söldner an der Kneipe. All right. Let's see what you're made of. Interessant. Mist. Au. Au. Hey. Giving up already? Das war schon wieder ganz dummes Timing von mir, weil ich da halt gerade. Didn't I tell you we're gonna fight here? So. We can't go crashing around the camp. Where are you going? Ach, Mann. I thought you wanted to fight. Ja. Au, puh. Okay, geiler Trick. You know how this one ends. Oh Gott, was hat er denn für geile Finten drauf, der Typ? Ja, beziehungsweise Konter. Okay, keine gute Idee. Er kann einfach alles wegkontern, der Typ. Und dann wartet er halt echt, bis ich aushole. Und dann hat er immer so fiese Konterstiche drauf, was soll ich ja machen? Hey! Nee. I'm over here. Komm ich echt nicht gut ran. Wow. Das war echt ausgewichen Genickschlag. Okay. Da haben wir ihn echt mal getroffen mit so einer Kette. Das gibt's nicht. Ist der Typ hart? Curse it! This'll be interesting. Na, interessant würde ich nicht dazu sagen, dass er herausfordern. Besonders wenn er halt so ein gutes Timing hat mit seinen Angriffen hier. Und ich mit meinen Kombinationen nicht hinterherkomme, weil er halt immer so weit weg geht. Und dann schlägt er einfach ansatzlos zu. Komm schon, parieren, Henry. Und mit Stichchen weitergehen. Nein, lieber nicht. Der verprügelt mich einfach nur.
I'll squash you like the louse you are. Ouch! Und ich krieg echt keine Kombination zustande hier. Come on. Besonders nicht, wenn sowas passiert. What a fucking dolt. Way off. Okay, ich wurde am Kopf getroffen. Ich trage auch keinen Helm hier für den Übungskampf. You won't last long. Hey, wo ist denn mein Schwert hin? Okay, jetzt habe ich es weggesteckt. Jetzt habe ich es wieder draußen. Wäre cool, wenn ich das hier vorm Körper hätte. Dann haut er echt genau zu, wo ich zuhauen will. Ja. Keine Ahnung, wie lange ich hier noch kämpfen will. You're gonna cry now. Och. Warum kann ich eigentlich nicht treten? Where are you going? All right then. Come back when you grow some balls. What a fucking dolt. Ich würde hier gerne mal mit dem Tritt mir ein bisschen Raum verschaffen, auch ab und zu. Is that all you've got? Aber Tritte funktionieren überhaupt nicht. Und ich komme auch nicht in die Kombination rein. Au! Ja! Okay, ich habe den letzten Treffer gesetzt, immerhin. Keine Ahnung. Jesus, you got me. You're a lot better than most of the fuckers here, lad. Well done. I've had a bit of practice. So I see. I'll tell Eric what you've got in you. Don't worry about that. But so you don't think old Vanyak has passed it, I'll teach you one trick you'll be glad to know. Oh, that's very generous of you. Well, I don't want to take it to the grave with me. All right, listen. Before you start twisting and turning, take a good firm stance with your legs wide apart, like this. As if you're about to let off a huge fart. I think I've got it. Thanks. Okay. Was habe ich jetzt gelernt hier? Mit dem Bogen können wir ein bisschen üben. Can you teach me to be a better archer? Are you pulling my pizzle? You want me to teach you after what you did here? Oh. Er will mir jetzt nicht Bogenschießen beibringen. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, wie sieht's denn aus? Haben wir hier irgendwie... im Kampf sind wir aufgestiegen. Ich dachte Stärke. Ja, Stärke haben wir auch einen Punkt bekommen. Und mal gucken, was können wir uns denn da holen? Schädelbrecher, es besteht ein Treffer auf den Kopf. Ah, die setze ich relativ selten, ne? Verursachen mehr Schaden, ja, wie viel denn? Sind das 10%, mehr als 10%? Ich nehme mal mit viel Schwung. Das sind halt nicht nur Kopftreffer, die davon betroffen sind. So, Kampf. Verteidigung. Ja, das ist doch super. Was haben wir denn da? Das ist eine geile Sache. An sonnigen Tagen, okay. Leichter. Tragkraftprobleme habe ich jetzt nicht irgendwie.
Aber das hier wäre vielleicht ganz geil, wenn der Gegner halt ein bisschen Probleme bekommt, unsere Angriffe zu parieren. Hier dürfte eigentlich nichts passiert sein. So, dann gehe ich nochmal ganz schnell ins Inventar, um hier ein bisschen mein Zeug zu reparieren, denn ich denke, ja, das Kettenhemd muss ich sogar zum Rüstungsschmied bringen. Schade. Eine Bruch, wo trage ich denn die? Welch? Okay, also ich muss auf jeden Fall schon wieder nach dem Kampf, das nutzt sich alles viel zu schnell ab. Da muss ich auf jeden Fall schon wieder zum Rüstungsschmied und zum Schneider. Ist ein bisschen nervig. Wo habe ich die denn her? Ach, habe ich die im Kloster getragen? Okay, die schmeiße ich mal weg. Die brauche ich echt nicht. So, wir sollen jetzt wahrscheinlich wieder mit Dingsbums reden, ne? Ich habe gar nicht aufgepasst. Kundschafter das Lager und die Männer aus. Und dann zu Erik zurück. So, das stecken wir mal gerade weg. Hier sieht uns niemand. Da ist aber auch nichts drin. Ja, vielleicht laufen wir noch mal eine Runde auf den Palisadenwall. Also ein bisschen was habe ich ja schon ausgekundschaftet hier. Den Jungs habe ich mich auch schon ein bisschen unterhalten, also mit ein oder zwei zumindest. Ha, vielleicht mache ich das Ganze auch lieber offscreen, denn die Runde hier könnte ja schon ein bisschen größer werden. Also die haben zwei Pferde, habe ich hier gesehen. Da steht unser Pferd. 35 Männer ungefähr. Wenn noch ein, zwei irgendwo versteckt sind oder außerhalb platziert sind, sind es vielleicht auch 40. Da oben steht ein Bogenschütze oder sowas. Hält der Wache. Ja, ich weiß gar nicht, was es hier alles auszukundschaften gibt. Auf jeden Fall ist es viel weniger stressig, als das Kumanlager im Pribislawitz auszukundschaften. Heißt es Pribislawitz? Pribislawitz? Keine Ahnung. Hier hinten geht es noch weiter. Ne, das hier ist der vordere Eingang, wo wir reingegangen sind. Ne? Also den Bereich hier haben wir schon ausgekundschaftet. The wall here isn't too high. Ja. Hi. Wie geht's denn immer? Nix? Okay. What the hell are you doing? So, okay, also allzu hoch ist die Palisade nicht, haben wir rausgefunden. Die haben halt aber schon eine Außenpalisade. Auf jeden Fall, die haben auch einen Innenring. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich hier einmal rum bin, gleich am Kampfplatz, werde ich die Folge einfach beenden, mich hier noch ein bisschen umgucken. Und dann sprechen wir in der nächsten Folge mit Erik. Und hören mal, was der gute Mann zu sagen hat. Ne, das war schon die Leiter, die ich genommen hatte, oder? Treppe? Nee. Ach, keine Ahnung, ich springe einfach runter. Okay, gut. Dann schauen wir noch kurz in den Kodex rein. Da haben wir nicht so richtig viel geschafft, hatten aber immerhin einen coolen Kampf in der Folge. Haben uns hier eingeschlichen.
Zehnt. Der Zehnt war eine verpflichtende Steuer, die seit der Antike erhoben wurde. Er wurde an die Gemeindepfarrer oder eine religiöse Einrichtung entrichtet. Sein Namen hat er von seinem Abgabewert, der einem Zehntel des gesamten Ernteertrags entsprach. Die Bewohner von Klosterländereien hatten das Pech, von der Kirche doppelt besteuert zu werden, einmal in Form des Zehnts und einmal in Form der vorgeschriebenen Gebühr für die Nutzung der Klosterländereien. Yay! Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, liebe Damen und Herren, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Gehabt euch wohl.